Mein Charakter ist nicht überzeugt. Der ist aber er hat einen Cape. Er ist sass. Ach! Mist, ich bin fies. Aber 5 Herzen, ja, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Für das Game? Ja. Da könnte man sich sogar überlegen, geht man hier oben rein? Ja. Ja. Oh. Alles weg? Lebt hier noch was? Ich glaube schon, ja. Jetzt ja. Was ist das hier? Kann ich das nehmen? Eine Maske. Sweet Suffering. Gimpy, Sweet Suffering. Ja. Nimm's hin. Ehrlich, da fragt man sich teilweise, was die Entwickler für Drogen genommen haben, als sie das Spiel entwickelt haben. Hey, ich finde auch die Erklärung der Items, was die können, auch manchmal richtig geil. Aber einfach so, ja, ist so. Ja, genau. Also, Street Subway. Gut, danke für die hinreichende Erklärung. Ja. Bin selber raus. Ja. Okay, wie war das jetzt? Ja, eins. Bad Trip. Oh, genau so wie das. Bad Trip klingt, aber es klingt auf jeden Fall nicht gut. Nee, das stimmt. Das wird ja Good Trip heißen. Ja, ja, bitte gern geschehen. Warte, spiel mal weiter. Ist das schon ein Gewohntwert? Ja, ganz gut. Guten Abend, Edge, wie geht's? Danke fürs Einschalten. Ja, guten Abend, Edge. Hä? Ach doch, jetzt hat er das gemacht. Ja, eigentlich wollten wir heute, auf dich habe ich eigentlich gewartet auch. Könntest ja, wenn du willst, gleich nochmal probieren mit Borderlands. Genau, wir wollten ja heute eigentlich Borderlands spielen, aber das Spiel wollte nicht. Wir haben gerade mal. Runter. Nur zu, da ist ein Herz oben. Achso. Was? Das ist nicht schlimm. Achso, komme jetzt eh nicht dran. Ja, wir wollten heute eigentlich weiter zocken, aber Borderlands wollte nicht. Wir haben es dreimal versucht, es kam, gab bei uns nur einen schwarzen Bildschirm. Und ja, weil die Ladezeiten ja auch nicht gerade die kürzesten sind, haben wir uns dann entschlossen, okay, dann switchen wir um auf ein anderes Spiel. Wir wissen auch noch nicht, ob wir heute jetzt dabei bleiben oder was wir generell machen. Wir machen das jetzt alles so ein bisschen spontan hier. Aber schön, dass du eingeschaltet hast. Mhm. Freut uns. Jetzt bist du bei Binding of Isaac. Ich weiß nicht, ob dir das Spiel bekannt vorkommt. Aber das ist so ein Dungeon Crawler, wo man den kleinen Isaac spielt, der anscheinend in seiner Kindheit sehr viel gemobbt wurde. Deswegen schießt er mit seinen Tränen und wir erlebt in jedem Dungeon so einen kleinen Albtraum, den man irgendwie durchleben muss. Okay. Also wenn ihr irgendwelche psychischen Schäden habt, kommt euch das vielleicht bekannt vor? Wenn nicht, habt ihr sie spätestens nach diesem Spiel? Wahrscheinlich. Auf uns. Da sind wir da, der zahnlose Eugen. Der zahnlose Eugen. Also gerade hatte auch Retronomar gerade eine sehr lustige Challenge für uns. Wir mussten immer, wenn wir einen neuen Raum betreten, alle Gegner und Items in den Raum fantasievoll benennen. Das war ausnahmsweise mal eine Challenge, die man nicht verlieren konnte, aber die nicht weniger lustig war. So kamen wir auf lustige Namen für bestimmte Gegner und Items. Wenn ihr uns auch eine Challenge stellen wollt, könnt ihr das machen mit Ausrufezeichen Challenge. Und wenn wir die Challenge nicht schaffen, gibt es sogar noch ein paar Rivalis oben drauf. Rotten Meat, HP up. Alter, schon wieder 5 Herzen. Heute läuft echt hier. Das sind anscheinend alles Scooter-Fans. Ah, okay. HP up, verstehst du? Hyper, hyper. Da frage ich mich doch glatt, was kostet der Fisch? Ja.
Und wo ist die Bassdrum? Ja. Guck mal da. Also, ich hab so ein Fass auf dem Kopf. Ich bin so ein Scheiße. Nein, nein, Scheiße sind diese braunen Häufchen. Das sind Tiere. Insekten. Tiere. Oh. Also auch falsch, es sind Spinnen. Spinnen sind keine Insekten. Arachnoide. Genau. Und Spinnen sind nicht Insekten, die sind in der Kirche. Ja. Nee, Insekten haben 6 Beine. Habe ich irgendwann mal gelernt. Meinst du, oben und unten sind versteckte Türen? Weil hier der Pfad hinführt? Wahrscheinlich, aber... Wäre das eine Bombe wert? Nee. Gut. Nee, ich glaube nicht. Ich hab's noch nie aufgewühlt, aber... So, ob es geheime Durchgänge gibt. Gut. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Aber Edge! Was hast du denn Schönes getrieben? Das nicht so dafür den Schlüssel, nicht. Nein? Da links war eine goldene Tür, dafür sollten wir den Schlüssel benutzen. Brauchen wir dafür nicht einen goldenen Schlüssel? Nee. Achso. Was hast du denn Schönes getrieben, dass ich es jetzt erst hier zu Hause kriege? Nein, noch ein Schlüssel. Der ist ein Tampon. Was? Achso. Sind diese Kapseln, die Pillen? Naja. Hast du mal mit deinen Tampons? Die sehen aus wie Tampons, Alter. Ja, so, das war mal. Explosive. Wow! Explosiver Durchfall. Das war echt explosiver Durchfall. Diarrhoe. Also, Dennis spielt jetzt im Moment Isaac, also den Typ mit der Maske. Ich bin der Mann mit der Maske. Ich bin das kleine Männchen mit dem Fass auf dem Kopf. Durchfallman. Genau so sieht's aus, Edge. Durchfallman. Ja! Durchfallman. Ah. Oh, das wäre ein Boss. Okay, da gehen wir also noch nicht hin. Wir checken erstmal ein bisschen ab, was hier noch so gibt. Check mal. Check, one, two. So. Erstmal hier. Oh. Händler. Da ist ein Tampon für 5er. Aber blau. Ach nee, der andere war blau und blau, hellblau. Dings. Hm. Okay, Leute. Schlüssel oder Pille? Was sagt ihr? Hier oben noch eine Münze. Pille! Jawohl, Edge, sehr gut. Ich hätte auch Pille. Weißt du was? Und eine hier rein. Bad Trip. Okay, dann nehmen wir mal gleich den Bad Trip. Immer noch keine Ahnung, was es bringt, aber. Ich glaube, es hat Schaden gemacht, einfach nur. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Soll ich mal hier eine Bombe hinpflanzen? Oder unten? Probier mal. Oben oder unten? Ja, oben. Ist eh schon da. L1. Ah, tatsächlich. Okay. Schlüssel. Und jetzt kannst du dem. Was für den? Dem kannst du einen Schlüssel geben, da passiert irgendwas. Aber einen zweiten Schlüssel will ich ihm nicht geben, weil den brauchen wir fürs goldene Tor. Manchmal passiert was. Danke! Für nichts! Du Arschloch! Oh. Achso, okay. Gehen wir erst runter. Ja, ich wollte hier erstmal ein bisschen aufräumen. Oh, Mist. Wie März mittlerweile. Heftig. Ja. Ja. Ne, wir brauchen den Schlüssel für die goldenen. Achso, da wo die Krone. Genau, wo die Krone ist. Ah, ja, okay. Kills. Of the Vampire. Kills Heal. Geil! Boah, das. Viecher killen.
Geil, das gibt Energie. Könnte eine gute Runde werden. Boah, Alter, ich liebe es. Das sind Fähigkeiten, die liebe ich. Weißt du, anderen Schaden zu fügen und selber so absorbieren. So. Ja. Hat was von Nekromanten und so, Alter. Vampire, Nekromanten. Geilo. Ich liebe so ein Shit. Nur, dass nur keine Gegner mehr da sind. Da ist einer. Ja. So, der Kollege. Oh, fuck. Ah. Da ist ein blaues Herz auf jeden Fall. Ah, guck mal hier. Oh, fuck. Oh, Mann. Was für eine... Oh, schreckliche Nacht für ein Flug. Oh, Mann. Hau doch ab! Yeah. Den anderen! Ein Seestern. Ich will da nicht reinfallen. Damage Pentagram up. Damage up. Yeah, oh, yeah. Hörner. SN-Maske und Hörner. Läuft. Ja. Ich möchte an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen an alle Neuen hier sagen. Oh. Einmal Capture Card refreshen. Wir sind Dennis und Gustavo. Level 4. Zusammen beste Feinde. Das Spiel sieht echt deprimierend aus. Ja, wir haben uns schon gefragt, was die Entwickler damals für Drogen genommen haben und psychische Schäden haben. Also hier gibt's alles mit Tränen, Blut und Scheiß. Ja, genau. Ja, wir sind Dennis und Gustavo. Bei uns gibt's hauptsächlich Splitscreen-Action. Und wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst uns auch gerne mal ein Follow da. Dann... Aktuelles Koop-Game ist Borderlands 3, was heute leider etwas gestreikt hat, das wollte nicht. Und unser Challenge-Spiel, wo ihr uns jedes Level eine neue Challenge stoppen könnt, ist Super Mario World. Hätte lieber Weed als Ketamin hin sollen, ja. Vielleicht. Ja, die haben wahrscheinlich alles genommen, auf einmal. Genau. Sie, welche Drogen haben sie genommen? Ja. Welche Drogen möchten sie? Ja. Und heute ist so ein kleiner Blindflug, weil wir gesagt haben, wechsel mal spontan, weil du. Borderlands nicht möchte. Zugegebenermaßen habe ich das Spiel, wir haben das schon mal gestreamt, mit, habe ich das damals mit einem Gast gestreamt, beim ersten Gast. Gehen wir mal weiter. Und ich wollte das eigentlich schon immer mal mit Dennis spielen, um zu gucken, wie weit ich mit Dennis kommen würde. Und ja, deswegen... Durcheinander, jetzt viel durcheinander hier. Deswegen, guck mal. Deswegen wollte ich ja schon immer mal mit Dennis spielen, heute hat sich die Gelegenheit geboten. Deswegen haben wir das mal gemacht. Oh, warte, neue Pille. Don't do drugs. Range up, Alter. Das ist aber eigentlich richtig Kasala. Richtig Kasala. Ja, so viele Herzen wie noch nie. Wir können hier Tränen bis zum Ultimum Baller. Kannst du rüberfliegen und die Flammen ausschießen? Passiert dann vielleicht was? Man jetzt mutig dem Spiel schon etwas viel zu. Aber möglich ist alles. Vergesst die ganze Zeit, dass ich hier über alles drüber schweben kann. Ja, das geht mir, wie mir gerade auch so, wo ich den gespielt habe. Mann, Mann, Mann. Ja, echt, also leider können wir heute keine Menschen überfahren. Jedenfalls in diesem Spiel nicht. Mal gucken, was gleich noch so kommt. Aber beim nächsten Mal. Matschkopf. Chantal. Ja? Oh, leise. Das ist ja, dass ich jetzt gerade selber gedisst. Nein, denn die Viecher. Ach so. Ich dachte, du hast dich selber gedisst. Nein, Quatsch. Ach so, oh nein, ist egal. Schaut doch mal was Böse. Das spielen wir ja nur 5-mal im Jahr durch. Ja, das ist ja schon sehr weitläufig. Der war gut. Das aber wieso? War ein Jumpscare mit dem. Ja, schauen wir mal bei Böhme vorbei. Auch ein Streamer-Duo. Ein Streamer-Pärchen. Hauptsächlich Retro-Spiele oder so gemoddete Klamotten wie jetzt gerade eben. Auch sehr nett. Das wollte ich zwar eigentlich nicht machen, aber. Egal. Gab's halt einen Shoutout. Hätten wir wahrscheinlich so oder so gemacht, früher oder später.
haben wir es jetzt schon mal abgehakt. Ja, genau. Boah, jetzt haben wir sogar fast volle Herzen. Oder du? Ja, du kannst irgendwie nur eins haben, du kriegst gar nicht mehr. Nee. Okay. Ah, ja, gut. Dafür kann ich mir theoretisch jedes Mal wieder ein neues von dir holen, ne? Ja, stimmt auch wieder. Vielleicht als du mich hast, ja, ist. Genau, wenn ihr neu hier seid, ihr könnt auch mit Ausrufezeichen Challenge uns eine Herausforderung stellen. Wie wir dann bewerkstelligen müssen, schaffen wir das nicht, bekommt ihr Kanalpunkte von uns geschenkt. Achso, die kannst du nur treffen, wenn ja, die kommen. Boah, hau ab! Ach, vorbeischleichen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Ah. Sind so ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Sonst, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen den Chat oder den Stream so ein bisschen Pep geben, könnt ihr auch Sounds aktivieren. Ausrufezeichen Sounds, habt ihr eine komplette Liste an Sounds, die bei uns verfügbar sind. Mit Kanalpunkten könnt ihr die dann einlösen. Ne, das explodiert. Lifehack. Wenn du auf einem fast TNT steht, nicht drauf schießen. Was geil ist, wenn du mit Tränen drauf schießt, explodiert es trotzdem. Folgt uns für mehr Lifehacks. Genau. What? Alter! Sehr gut! Öffne ich die Viecher? Da fand ich die von da immer was. Die sind nicht so nervig. Sagen sie mal A! Wer A sagt, muss auch B sagen. Yeah. Pelunzen. Yeah. Money, money, money. Na cool, wir haben sogar einen Schlüssel. Ah, come on! Over my focus. Ah, sogar wenn ich jemanden kille, kriege ich Energie dazu. Ach jo, wir haben ja dieses Kill Heals. Ja. Geilo! Ja, runter oder in der Tür? Ich will erstmal in die Tür da. Gehen wir in der Tür rein. Ja, mal Schlüssel, ne? Da ist irgendeine Pinballkugel. Oh. Curse Charge. Boah, alter Schwede. What? Ich auch. Geil! Ach, kann man aufladen. Verstehe. Rapid Fire! Kill it with fire. Also heute haben wir richtig geile Items. Ja. Könnte unsere Runde werden. Oh, da oben ist irgendwas. Nee, ist Kassette. I remember these. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, das sind aber nur so Sammelobjekte, die nichts bringen, glaube ich. Ja, die explodieren. Ja, ne, die schwarzen explodieren. Die roten schießen Kugeln. Gut. Okay. Check. Aber man merkt sofort, dass mein Schatz ist da nicht da ist. Claudi nicht da, Metal Mask nicht da, der Chat ist so ruhig. Bin ich gar nicht gewohnt. Nee, hier. Das stimmt. Aber. Hat alle so gefesselt von dem Spiel hier. Eigentlich fiebern die alle mit, wollte ich gerade sagen. Na gut. Du musst ja auch Fieber haben, sonst erfährst du dieses Spiel nicht. Ja, das stimmt wohl. Es ist echt ein bisschen weh. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Fiebertraum. Alter Multiplayer. Two of Clubs. Kreuz 2. Sagt uns jetzt sehr viel. Ja, da stand gerade Item Multiplier. Also. Kann das irgendwie aktivieren oder? Ja. Okay. Hm. Kann das sein, dass du größer geworden bist? Weiß ich nicht. Bin ich größer? Was ist für ein Raum? Hm.
Gut. Oh, ist der Bossraum. Wissen wir mal keinen mehr? Nee. Gerdi. Mach Gerdi. Gerdi, Gerdi, Vogt. Manchmal hasse ich dich. Ich lass mich so leicht triggern von Dingen. Ja, und das Schlimme ist, du lässt dich triggern von Dingen und ich lass mich von dir triggern. Das ist das. Was? Okay. Ekelhaft, okay. Ja, das ist so ein Klumpen. Brei. Oder meinst du Bertie Fuchs? Der kann da auch nichts für, dass der so. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht wieder voll energiert. Doch. Fuck. Das ist ein Ekelfisch. Ich frage mich, was hat uns wegteleportiert und warum? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Weil die voll die Furunkel da. Was schießt denn hier auf mich? Ach so! Oh Mist. Alter, Leute, ah, wenn ich getroffen werde. Was ist denn jetzt? Bruder. Hä? Nein! Ja. Da oben ist die Tür. Okay. Dann werden wir jetzt jedes Mal wegteleportiert in irgendwas. Ja, aber was ist denn passiert? Warum wurden wir wegteleportiert? Ich wurde getroffen und dann sind wir wegteleportiert. Oh nein! Ich glaube, beim ersten Mal wurde ich getroffen. Ach du Scheiße! Da kriegt der Ekel. Krebsgeschwür, ja, das könnte tatsächlich sogar sein. Muss auch. Ach! Wurde ich schon wieder getroffen. Also ein Krebsgeschwür und schießt mit Metastasen. Ja. Edge, ganz ehrlich, das könnte bei diesem Spiel wirklich durchaus sein. Das ja. Ich würde mich nicht verwundern, wenn das so ist. Also, ich frag mich, weißt du, das ist wie mit diesem, kennst du dieses Kinderspiel, wo du eine Toilette hast und da kommt dieser Kackstift nach oben geflogen und man muss dann dieses Reaktionsspiel, weißt du, da muss den, da kommt jemand hochgehüpft, da muss er den fangen. Wer sitzt in so einer Spielwarenfirma und da kommt einer? Ich hab eine Idee. Wir entwickeln eine Toilettenschüssel mit einem Haufen Scheiße drin, der nach oben fliegt und man muss ihn fangen. Super Idee, mach mal. Was ist denn, wer macht das? Und genauso stelle ich mir das hier auch vor. Irgendwo stand einer, wir machen so einen Dungeon Crawler, so einen Dungeon Shooter. Hauptsächlich, wie das mit Metastasen und Krebsgeschwür und Blut und Kacke und Gähn. Irgendeiner sitzt da, boah, geile Idee, lass uns. Das ist so eine Idee, die einem nach einer durchzechten Nacht so um 3 Uhr morgens kommt, so, weißt du? Ja, aber das Problem, was. Gut, man muss sie am nächsten Morgen auch noch gut finden. Ja. Ich habe mal irgendwie gehört, dass die Japaner so ihre Geschäfte machen. Was die mal nüchtern und dann einmal saufen sie sich ein. Und wenn sie bei beiden Male die Idee gut finden, dann machen sie es. Also, dass das so wie japanische Geschäfts. Ja, das habe ich aber tatsächlich auch schon mal gehört, ja. Ja, Krebsgeschwür besiegt. Wenn man besoffen ist und dann gut findet, kann ich verstehen. Was, und also als Entwickler. Jetzt zum Spielen, das ist. Ja, man macht ja so Witze drüber und so, finde ich lustig. Kann ich verstehen. Hier ist ein Beat-up. Wow. Und dann noch das Aufladen. Und es fällt uns. Ey, krank. Ja, aber wow. Wer findet das nüchtern?